Hohlweg entdeckt. Der führt hier in den Wald hoch. Und wenn sowas in den Wald hochführt, dann hat das immer was zu bedeuten. Der ist sehr alt. Schaut euch das mal an. Ja, laut Internet ist hier nichts. Aber das glaube ich nicht. Es geht immer die Berge rauf. Und oftmals umsonst, wenn im Internet steht, dass da was sei. Da dachte ich mal, wenn da im Internet nichts steht, boah, ist da ja vielleicht mal was. Guckt euch das an. Hier müssen vor sehr langer Zeit eine Menge Leute und Wägen rauf und runter sein. Und seit sehr langer Zeit nicht mehr. Ach, oh, du meine Güte. Fahren. Aha, das ist doch eine Kirsche mitten im Weg. Leider keine Erntezeit. Oh ja, da wird's dunkel, da geht's richtig in den Wald. Ich merke gerade, warum ist denn mein schwerer Rucksack so schwer? Da, wenn man den nicht ordentlich schnallt, sieht der auch. Ich habe mir hier so einen sehr tollen Rucksack vor kurzem geleistet, weil mein Rucksack ist so schwer. Da ist so viel Technik und Zeugs drin, was man für alle Eventualitäten auch so Expeditionen gebrauchen kann. Ist toll hier. Und ja, wie ihr seht, der ist gar nicht so groß. Aber der Preis war groß. Von meiner Lieblingsmarke, die mit dem Fuchs. Das Teil ist irre. Bei dem Gewicht. Und jeder, der den mal irgendwie in die Hände bekam, hat gesagt, boah, krass, hast du da Steine drin? Hat sich gewundert, was der wiegt. Und ich kann wirklich ungelogen 3 Stunden lang den auf dem Rücken tragen, merkt den nicht. Und da lohnt sich dann auch, wow, der so absurd erscheinende Preis. Ja, guck mal einer an. Das ist ja, hier sind wir wirklich in einem Abenteuer gelandet. Ich wette mit euch, hier kommt was. Jeder Wette. Und zwar nichts Kleines. Hier werden sich mindestens topografische Spuren offenbaren. Von was Ordentlichem. Ja, geht schon los hier. Ein Weg.
ja, ein jüngerer Weg, Forst begleitender Art. Hier spaltet sich unser Weg, den wir hochgekommen sind, nach links und nach rechts. Ja, was durch Forst und Landwirtschaft oftmals einfach zu erklären ist, dass sich da so ein immenser Hohlweg, ihr könnt das nochmal sehen, wie Wahnsinn der ist, dass sich so ein immenser Hohlweg da erhält. Das gibt es immer wieder streckenweise, aber leider auch nur streckenweise. Oh, du meine Güte. Aha. Aha, hier gibt es einen weiteren Weg. Guck mal hier. UFO-Burg. Hier waren die Außerirdischen. Wallanlage. Habe ich es nicht gesagt. Interessant, dass da nichts steht im Internet, ne? Da steht was von einer Burg und einer Wallanlage. Guck mal da. Da hinten ist so ein Absperrding. Ja, das Schild zeigt in die Richtung. Da gehen wir jetzt mal hin. Oh ja, hier. Da ist er. Ein gewaltiger Berg. Habe ich so gewusst, dass hier was ist. Das Internet weiß es wohl nicht. Oh, ist aber schön hier oben. Jetzt geht der Regen wieder los. UFO-Burg. UFO-Burg bei Bremke. Burg des Grafen UFO auf dem Rindschen, auf dem Rindschen Sagen. Um 850 fränkischer Königshof zu Beginn des aufgegeben. Die Gemahlin des Grafen UFO war die Gründerin des Klosters Möllenbeck um 896. Typischer Heimatbund, Sachstelle Wandern. Das Wandern ist es Müllers Lust. So, Baumfellarbeiten könnten das sein oder so, warum die hier gesperrt sind. Wir haben sie entdeckt. Das ist ja eine außergewöhnliche Burg. So eine habe ich wirklich selten gesehen. Toll. Boah, ist das ein Riesending. Habe ich es nicht gesagt, dass hier was Großes ist? Ja, die Frage ist nur, ob hier auch noch Steine sind. Hier hat jemand gegraben. Ha. Vielleicht waren hier irgendwelche Sondler unterwegs oder so. Und hier hat's gepiept. Schiefer. Unmengen Schiefer kommt hier aus dem Boden. Ja. Eine ganze Menge Schiefer und der ist sehr, sehr klein gehackt. Das ist ja komisch. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht war hier eine Stelle, wo man Schiefer bearbeitet hat. Das kann gut sein, dass man hier Schindeln oder sowas geschlagen hat, weil das ist die einzige Erklärung, die ich mir ausmalen kann, warum hier so viele kleine Schieferplättchen liegen. Boah, ist das ein bombastischer Platz. Stellt euch das mal vor, hier lebten mal Menschen. Diesem Wahnsinnsareal. Oben wunderschön auf dem Berg. Toll. Ja, nur leider keine Steine mehr. Man fragt sich dann bei sowas, wo sind denn die Steine geblieben?
Weil selbst bei hölzernen Motten gab es oft Steine, wie man ja zum Beispiel auch an dem Schiefer sieht. Und ich glaube nicht, dass der von hier stammt. Wenn, dann sähe das nämlich, wenn man da gräbt, anders aus. Ich bin mal gespannt, hier über die Kante zu gucken. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, geht das da runter? Oh, ist das hier hübsch. Guckt euch das an. Schlosseiche, 4. April 1993. Vereinsgemeinschaft Bremke-Rott. Ja, und wo ist die Eiche? Ich sehe hier nur Buchen. Da sind Eichen. Schaut mal. Ich glaube, hier gibt es Hexen auf dem Berg. Ja, wahrscheinlich. Liebe Hexen. Ja, und jemand hinterlässt hier auch überall diese interessanten Bauwerke. Von wegen, es gibt hier keine Steine. Schaut mal hier. Wow, das sieht ja toll aus. Ach, und was ist das denn da? Hier geht ein Weg runter und da unten ist irgendwas. Ach, so ein Wetterdings oder so. Ach, das ist ja ein toller Weg da runter. Guckt mal. Wahnsinn. Da geht's runter. Und da geht's auch runter. Und geradeaus. Und hier ist eine schöne Bank. Der Berg ist so groß. Wahnsinn. Und in der Ferne hört man die Kirchenglocken. Toll. Ich mache mir jetzt hier erstmal eine Runde auf dieser Bank gemütlich. Oh, Jacke aus. Trocknen vom Aufstieg. Oh. Schön hier. Schaut mal. Ah, das ist immer so eine Sache in der Kamera mit dem Licht. Obwohl, da könnt ihr es sehen. Man ist hier wirklich auf der Wipfelhöhe und kann dann da weit ins Land schauen. Da geht's wahnsinnig weit runter. Ja, schön. Also, ich stelle fest, ganz viele Burgen, weil diese touristischen Burgen, die vermeide ich ja. Und ganz viele Burgen, die ich besucht habe, da ist nichts mehr. Man fragt sich ja auch allerdings wirklich, wo ist denn überhaupt jeglicher Überrest? Vielleicht waren das tatsächlich, also zum Beispiel solche Holzmotten, hölzerne Burgen, wo sie dann oftmals gar nicht großartig in die Topografie des Geländes eingegriffen haben, sodass man dann auch gar nichts sieht, oder irgendwelche Leute haben das Gelände derart geschliffen, dass halt jegliche Spuren verwischt wurden. Ja, aber es lohnt sich trotzdem jedes Mal auf so einen Berg hinauf zu schnaufen, der schönen Aussicht wegen und weil solche Orte eben auch wirklich besonders sind und wunderschön. Ja, und da der Abstieg wahrscheinlich auch nicht das Spannendste bringen wird, ansonsten seht ihr mich wieder, sag ich auch jetzt wieder, macht's gut, bleibt dran, bis zum nächsten Abenteuer. Der Teufelsstein. Vor vielen Jahren wollte ein schlauer Bergdörfler mit Hilfe des Teufels den sagenhaften Goldschatz auf der Uffoburg heben. Er rief den Höllenfürsten an und dieser erschien mit einem Donnerschlag. Der Handel war nach üblichem Verfahren schnell gemacht und besiegelt. Seele gegen Schatz.
Der listige Landmann hatte allerdings den Ort der Verhandlung wohl überlegt gewählt. Schnell trat er einen Schritt zurück und begab sich in den Schutz der heiligen Schlosseiche. Diesen Schutzwall vermochte der Teufel nicht zu überwinden. In seiner ohnmächtigen Wut machte er einen gewaltigen Satz vom Berg hinab, landete auf dem Findling und hinterließ tiefe Spuren. Die Trittsiegel von Pferdefuß und Ziegenfuß sind noch heute unübersehbar in den Teufelsstein gestanzt. Mehr auf marketing-extertal.com. Ja. Jetzt wissen wir auch, was es mit der heiligen Eiche, Schlosseiche, zu tun hat, die ja allerdings nicht mehr steht. Schade. Und erklärbar wäre auch, warum man da oben an einer Stelle gegraben hat. Ja, ja, die Schatzjagd. Ja, da haben wir es, was ich oben auch sah. Gefahr durch Astbruch. Alle Wanderwege im Bereich UFO-Burg bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen gesperrt. Achtung, Lebensgefahr. War wirklich sehr gefährlich da oben. Wir leben in einem Schilderwahn. Das ist mir schon lange aufgefallen. Achtung, Achtung. Die ganze Welt ist voller Angst. Macht's gut.